Transite Stone kann problemlos auf einer bestehenden Holzterrasse verlegt werden. Wenn die Terrasse wasserdicht ist, hat dies eine Verlängerung der Lebensdauer der Konstruktion zur Folge. Vergewissern Sie sich daher zunächst, dass die Konstruktion stabil ist und keine morschen Bretter vorhanden sind. Um Wasseransammlungen zu vermeiden und sicherzustellen, dass das Wasser in die richtige Richtung abläuft, muss die Terrasse ein leichtes Gefälle aufweisen. Für eine 12 Fuß lange Terrasse ist normalerweise ein Gefälle von einem 3/4 Zoll ausreichend. Wenn Sie nicht über ein Gefälle verfügen, können Sie die Pfosten einfach ein wenig nach unten versetzen, um ein Gefälle zu erhalten. Nutzen Sie dazu einfach einen Wagenheber, um den Druck von den Pfosten zu nehmen, und schneiden Sie dann mit einer Säge ein Stück von dem Pfosten ab, bevor Sie den Balken wieder auf die Terrasse setzen. Bei oberflächenmontierten Pfosten können diese entfernt und über dem Transitestein wieder angebracht werden. Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche glatt ist, indem Sie mit einer Schleifmaschine für Fußböden über die Oberfläche fahren, um sie zu glätten. Sie können auch eine große Planiermaschine verwenden. Jetzt können Sie die Dachbahn verlegen. Fahren Sie mit diesem Abschnitt fort.